und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich habe ganz vergessen, wo ich bin. Wo bin ich hier eigentlich, Leute? Urban! Rush! Urban! Rush! Urban! Rush! Woher kommen wir? Frankfurt! Geil, Jungs. Wir haben diesmal Intro ganz anders gemacht, Leute. Ich habe direkt den Burger hier raufgekriegt. Ihr seht jetzt, wie der gemacht wird. Wir testen 8 Burger, so schnell es geht heute. Werde ich versuchen zu probieren. Wir müssen gucken, ob ich schaffe. Wir sehen uns jetzt erstmal beim Burger Maken. Dann sehen wir uns hier. Wir sind bei Champions Burger. Hier wird der beste Burger Deutschlands gesucht. Aus 12 Burgern. Alle können abstimmen, alle, die hierher kommen. Ich würde sagen, let's go. Ja, wir sind direkt erst bei Urban Ranch hier. Der Kollege gefällt mir besonders gut. Sieht geil aus, sieht geil aus. Steve, ihr habt jetzt so einen richtigen Special Burger am Start, ne? Richtig. Den Floppy Joppy? Den Sloppy Joe. Sloppy Joe, ja, geil, Mann. Sloppy Joe ist am Start, Bro. Das ist so eine traditionell amerikanische Hackfleischmischung. Ja. Also nicht zu verwechseln mit Chili con Carne, sieht vielleicht ein bisschen so aus, wenn man hier mal in den Topf von Herkulix reinschaut. Ja, das ist der Topf, wo man reinfallen will. Von den Vegetables hast du Paprika und Zwiebeln drin. Und dann kommt viel Tomate, Geräuchert, Chipotle und so weiter rein. Mhm. Ein bisschen Käse und Hackfleisch. Okay, und das den mit unserer hausgemachten Ranch-Soße und mit so Sweet Chili Nachos. Ah. Ah, okay. Für den Crunch, der kommt quasi sehr juicy und Nachos hast du quasi noch mit drin für den Biss. Und den servieren wir mit Handschuhen, weil ansonsten... Ach, geil, die, geil. Ja, dann muss ich den wohl auch einmal mit Handschuhen essen. Das mache ich eigentlich immer ungern, aber bei dem geht es nicht anders. Aber ihr habt normales Fleischpatty auch noch drauf zusätzlich. Smashpatty ist noch mit drauf. Ach, Smashpatty auch. Der ist die Basis und dann das Sloppy Joe. Ah, ich guck mal einmal, ich habe das hier gesehen. Damit der den ein bisschen bindet. Nee, darf echt nicht fehlen. Das darf echt nicht fehlen. Fettanteil ist stark genug, damit das auch ein bisschen seinem eigenen Fett drauf ist. Oh ja, das langt, sagst du, ja? Ja, das langt auf jeden Fall. Braucht ihr kein extra Fett? Also der hat schon 20-25% Fett. Stark. Und das reicht schon so raus, ja. Boah, was macht ihr da eigentlich drauf? Das habe ich bei euch noch nie gesehen. Das ist Butter. Das ist einfach Butter? Richtig, das ist Butterschmalz. Der ist hier schon quasi zurechtgeschmolzen worden. Ah, und der ist jetzt warm. Ah, der ist warm da drin. Flüssig. Ah, stark. Und dann kommt das Band quasi hier oben rein. Oh, das riecht wie so ein geiler Buttertoast, riecht das. Ah, stark, ey. Der ist immer noch mit drin, von daher. Kruste ist da. Da muss man sich oft am Tag bücken hier bei dem Käse, ne? Der Käse hier unten, ja, das ist der einzige Griff, der nach unten geht. Da bin ich sehr gespannt, die. Sehr gespannt. Wild, wild. Sloppy Joe! Das ist der Sloppy Moppy Joe. Exclusively at Urban Ranch. Der sieht wild aus, Leute. Der sieht wild aus. So, bei diesem Burger, Leute, müssen wir Handschuhe anziehen. Boah, scheiße, ich bin zu dumm, Handschuhe anzuziehen. Da sollte man Gebrauchsanweisung mitgeben. Immer Tütchen überziehen, Jungs, ne? Ja. Vor allem, wenn sie nach 20 Minuten schreiben vorbeikommen. Der ist noch schön ruhig, da kann ich hier entspannt testen, sehr schön. Dann geht's hier los mit einem Sloppy Woppy. Ich kann leider gar nichts sehen, weil es so blendet. Aber ich glaube, ihr könnt es sehen. Wild. 12.08 Uhr ist es. Nicht wundern, dass hier nichts los ist. Es hat vor 3 Minuten, also vor 5 Minuten quasi begonnen. Jetzt werden wir reingehen. 8 Burger, ey. Das ist, glaube ich, für mich Rekord. So viel Burger habe ich noch nie so schnell gegessen. Boah. Feeling ist wie Chili, aber du hast die Süße von diesen Nachos drauf. Du hast die Süße, die komplett dieses ganze Chili-Feeling verändert. Sehr buttriges Brioche von außen. Kategorie, du setzt wieder an, hast direkt das Butterfeeling. Käsigkeit kommt rein. Leichte Trockenheit beim Bun. Ja, butterig, weich, briochig, Butterfeeling vom Bun. Du hast trotzdem noch so gesehen dieses Toast-Feeling mit drin. Am schönen Buttertoast.
Wir müssen Bewertung bei jedem Burger direkt machen. Und wir halten uns nicht zu lange bei jedem Burger auf. Oh, wir snacken hier noch ein bisschen weiter. Ich überlege für die Bewertung. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Burger direkt. Trumpfmoment Chili, gepusht durch diese Süße von diesen Nachos. Wo ich eigentlich kein Fan bin von Nachos im Burger. Hier ist es fresh. Kriegt von mir 8,2 Punkte. Mal gucken, wer der King ist am heutigen Tag. Welchen nehmen wir als nächstes? Jetzt kommt der Waldburger, Leute. Das ist das Highlight dieses Festivals, der Waldburger. Hier muss man richtig durch die Katakomben durch und zum Waldburger. So, ich habe da natürlich eben missgelabert. Ihr seht, ich bin ohne Cap hier. Ich habe eine HOP gehabt. Viele wissen es gar nicht. Also ich habe sogar zwei gehabt. Dafür möchte ich euch kurz was erzählen. Zusammen mit Elitär habe ich das durchgeführt. Viele haben immer gedacht, jetzt, oh, ist völlig schiefgegangen. Der trägt das immer. Nein, ist alles perfekt gelaufen. Ich habe mich einfach dran gewöhnt. Ich feiere das. So, und ich möchte einfach nur kurz euch erwärmen, für die, die Interesse haben, die damit geplagt sind, Haarausfall wie ich. Ich hatte gar keine Haare mehr. Da müsst ihr so bedenken. Ich hatte oder hätte jetzt mit Sicherheit keine Haare mehr. Ich blende mal Fotos von früher ein. Bevor ich die erste OP hatte, war auch schon komplett Katastrophe. Das Ergebnis spricht für sich. Ich blende euch das gleich mal ein. Größte Haarklinik der Welt. Dieses Placement ist erstmal aber auch dafür da, um euch generell für eine OP zu erwärmen. Zum Beispiel diesen Juni, Juli. Kriegt ihr mit meinem Link in der Videobeschreibung bis zu 400 Euro Rabatt auf eure Flugtickets. Und ich möchte euch erwärmen für die Pflegeprodukte von Elitär. Die sind entwickelt für weniger Haarausfall, für stärkere Haarwurzeln, für besseres Haarwachstum. Die arbeiten mit hochwertigen Inhaltsstoffen. Ich habe selber keinen Plan davon. Vielleicht sagt euch das ja, was jemand von euch, der Ahnung davon hat. Anagein, Phylloziltec. Das Ganze könnt ihr auch so, wenn ihr schon eine OP hattet, bestellen mit einem Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr eine OP bucht, könnt ihr das alles zusammen bestellen. Ich blende nochmal eben meine Haare ein. Ergebnis spricht für sich. Ich kann euch jetzt sagen, was ich will. Ob es geil geworden ist, ihr könnt es euch einfach angucken. So, und dann kann sich jeder sein Urteil bilden. Denkt dran, ich hätte mit Sicherheit jetzt keine Haare mehr gehabt. Im nächsten Placement auch einmal noch mehr zur OP. Ich würde sagen, das langt. Mit dem Link in der Videobeschreibung könnt ihr das Ganze ausrechnen lassen. Mal gucken, was es bei euch kosten wird. Natürlich euch über die Pflegeprodukte nochmal informieren, das Ganze auch bestellen, selbstverständlich. Und dann würde ich sagen, geht's weiter im Video. So, Jungs, also, ihr wisst ja immer bei mir, knallhart, so wie es ist, unverschönt. Urban Ranch hat für mich einen der besten Burger in Deutschland, das weiß jeder. Ne? Das ist mit eurem Standard Chica Bugul. Genau. Chica Bugul. Ne? Das Problem bei diesem Festival ist, hier wird auch Kreativität zum Beispiel bewertet. Ne? Richtig. Hier wird Kreativität bewertet, hier gibt es nicht die Kriterien. Optik. Genau, Optik. Du machst hier durch viel Außen-Tam-Tam-Welle. Die Leute können nur einmal kommen. Das heißt, Correct. Es wird sich oft für einen Burger entschieden, den du nicht alle Tage hast. Euer Richtig. Chicago Bull ist in dem Sinne ein Standard-Smash-Burger auf Correct. High-Class. Ne? Deshalb haben die Jungs sich umentschieden und haben ihren Burger gewechselt. Richtig. Ne? Mit dem werden sie vielleicht hier mehr Erfolg haben, weil er mehr Welle macht, so ein Sloppy Joe. So, den isst du nicht alle Tage. Gibt's nicht überall, ja. Genau. Aber für mich habt ihr einen Formel 1 Erstplatzierten getauscht gegen leckeren Burger. Aber der kommt nicht ran an euren Chicago Bowl. Nee, kommt auch nicht. Kommt er nicht also ran? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das, ja. ist wirklich, das eine ist so unser Signature Burger, den wir in Frankfurt haben. Mhm. Und das ist ein Burger, den wir ursprünglich mal vor 2 Jahren im Sommer als Season Burger drin hatten. Ist ja aber auch richtig so. Es gibt diese Fraktion, die einfach diesen Special Burger liebt. Und ich denke, fürs Festival ist hier das Richtige. Ihr habt jetzt 8,2 von mir gekriegt für den Burger. Immer noch sehr stabil. Aber mit dem Chicago Bowl, wo ich das letzte Mal, glaube ich, 9,4 gegeben habe, da kommst du nicht ganz ran. Aber ich denke, für das Festival hier das Richtige. Durchweg lecker. Also da gibt es eigentlich keine Kritik dran. Wie fandest du die Kombi jetzt allgemein? Kombi war super. Super, vor allem mit den Nachos hätte ich nicht gedacht, die haben das Ganze gepusht. Ich dachte, die okay. machen so einen kleinen Knick rein, aber die haben es echt Crunch, gepusht. Weil das Süße. Kommt sonst zu juicy. Ja. Und der Crunch bringt noch mal ein bisschen Abwechslung rein. Der Crunch ist notwendig, hast du gemerkt. Flüssigkeit aufgesaugt. Also es war ein sehr fresher Burger. Sehr es war ein sehr fresher Burger. Ich werde jetzt zu Bosshaus rübergehen. Wir schnacken später noch mal in Ruhe. Ne? Danke, Jungs. Bis später, ne? So, Leute, eins noch, weil ich den Manu gerade nicht finde. Es werden wieder 5 Freikarten verlost. All you can drink, all you can eat für dieses Festival. Irgendwo in Deutschland, wo ihr hin wollt, muss nicht Hamburg sein. Wir schreiben euch in den Kommentaren an, nehmt eure Namen. Wenn ihr dann hier hinkommt, kriegt ihr einfach eine Freikarte. Könnt alles essen, alles trinken, was ihr wollt. Knallt die Kommentare voll. 5 Freikarten, wirklich alles, all you can drink, all you can eat. Da habe ich ausgehandelt nochmal bei Manu hier, dem Macher hier. Weiter geht's. Ich habe noch gar nicht die 8 Burger gesehen. Ich weiß noch gar nicht, wer hier kommt. Also erstmal kommt jetzt Bosshaus. Jetzt laufe ich warm. Wie so eine Maschine laufe ich jetzt warm. Du prügelst mir das Ding jetzt warm, mein Lieber. Mach ich dir. Mit der passenden Zwiebel vor allen Dingen. Ja, jetzt habt ihr passende Zwiebel. Jetzt habt ihr das verändert, ne? Ja, habt ihr. Ist das die Kreation von den Bosshaus Jungs eigentlich, dieser Burger? Ja, wir haben das zusammen gemacht. Dann lasst uns ranmachen. Ja, lasst uns ranmachen. Ich bin heiß. Also, das ist ein schönes 100%iger Beef. 8er Körner. Ah, okay, gut. Besser ist. 8er Körnung habt ihr? 8er Körnung, 70% Fleisch, Filet und 30% Fettanteil. Oha. Wenn du euren Burger kurz und knapp beschreiben würdest, wie würdest du ihn beschreiben, so wenn du jemand sagen müsstest, was erwartet uns hier? Ein richtiger Schlumpfburger, ordentlich Servietten am Start, ne? Ja. Also eine Geschmacksexplosion, weil verschiedene Komponenten in den Burger eingebaut. Warum wählt ihr da Rinderfett? Warum ja, ich will den Buttergeschmack nicht haben. Willst du nicht drin haben? Nee, dann haben wir die schon fertig. Oh, schöne Rüstung.
So, dann machen wir jetzt einen schönen irischen Cheddar-Cheese. Mhm. Ich frage mich immer wieder, ich frage dich auch, warum macht ihr dieses Draufdrücken? Das haut doch die ganze Flüssigkeit raus. Ja, ist so, der zieht sich jetzt zusammen, ne? Das ist das Problem an der, ja, Ein bisschen zieht er sich, ja. Und damit er dann nicht halt letztendlich wie Frikadelle oder sonstiges, ja, ist, wird er dann halt einmal noch aufgedrückt, damit er dann seine Form behält, ne? Okay. Also meiner Erfahrung nach, immer wenn ich diesen Move sehe, ist der Burger zu trocken, ja, danach. Ja, man darf nicht zu doll, ne? Darf also nicht zu doll. Das wirst du gleich okay mal merken, das ist dann genau, eigentlich auch, so jetzt kommen wir hier oben noch drauf, und eigentlich auch genau darauf abgestimmt, was ich gerade sagte, dass es ein Schlonsburger ist. Ja. Wenn jetzt noch dieser 100% Saft aus dem Fleisch auch noch vorhanden ist, da hast du dann totalen Sinn. Ah, da drückt ihr also mit Absicht ein bisschen raus. Mit Absicht ein bisschen, ne? Okay. Von der Kanone, dass alles rausgeht. Okay. Weil dann wären wir ja bescheuert, ja, ja, wenn wir die Saftigkeit aus dem Fleisch rausnehmen. Natürlich, natürlich. Also wird es noch ein bisschen gemacht. Ordentliche Ladung. Also ihr fahrt echt komplett Programm. So Leute, wenn man normal die Maisburger kennt, ist so ein, zwei dezent, die genau, hauen wirklich genau, voll auf die Schnauze. Genau, ne? Genau, aber der sollte schon auslastig sein. Die ist also auch so, dass die jetzt nicht gleich zerläuft wie irgendeine andere. Würdest du über dein Gesicht halten? Mach mal Gesicht hoch und halt über dein Gesicht, wenn du Eier hast. Hat er Eier? Ja. Zwiebel konnte auch noch mal ein bisschen durchziehen, ne? Genau. Guckt euch den geheimnisvollen Kollegen an. Er sieht schon prächtig aus hier. Da bin ich gespannt. Du merkst mit den Fingern schon das Gewürz oben drauf. Nennt mich irgendwie so an Chips-Gewürz. Auch vom Geruch so leicht tomatig. Dicker durch bist. Zwiebel sehr präsent. Dieses Gewürz oben drauf und auf dem Burger, dieses Rub, was er gesagt hat, auch sehr präsent. Dicker Knack, wie gesagt, von der Zwiebel. Du merkst auch direkt vom Mundgefühl diese Ranch-Soße. Aber was er oben drauf gemacht hat, habe ich schon wieder vergessen, wie er es gesagt hat. Zum Schluss allerdings, dieser Ketchup, den sie drauf gemacht haben, klingt relativ unkoordiniert nach. Der kommt einfach random rein zum Schluss. Nicht sonderlich perfekt abgestimmt auf dem Burger. Bisschen hart das Fleisch, bisschen hart. Das Rub-Gewürz, man kennt es. Typisch auch, also das kannst du über sämtliches Essen draufhauen. Ist so ein Allrounder, würde ich jetzt mal behaupten. Tomatenlastig, Süße sehr präsent im Burger. Härte vom Patty stört aber schon ein bisschen. Krasse, rauchige, fruchtige Note, die jetzt hinten oben reinkommt. Die Gurken merkst du inzwischen. Ich und der Burger wären aber nicht die besten Freunde, Leute. Und die Wucht aber leicht unausbalanciert und Fleisch einfach fehlerhaft. Zu fest, Lastigkeit vermute ich nicht mal, dass es unbedingt daran lag, dass er da drauf gedrückt hat. Das wäre jetzt so, ich muss jetzt bestätigen, dass ich eben recht hatte. Kann ich mir gar nicht vorstellen, so leicht gemacht, weiß ich nicht. Super trocken ist auch nicht einfach zu lang drauf gewesen auch. Nicht mehr Medium, hättest du ein Medium gebraucht. Lange Rede, kurzer Sinn, kriegt eine 6,7 von mir. 6,7. Ich muss mich diesem Feedback leider stellen jetzt. Das sind immer die unangenehmen Momente. Aber wir machen es, wir machen es. Ah, grüß dich, mein Lieber. Ne? Alles klar. Alles gut, danke bei dir auch. Ja. Sehr gut. Also, ich werde euch jetzt hier mal Feedback rausknallen. Ne? Immer von mir gerade raus, ohne irgendwie jetzt irgendeinen Mist zu erzählen. War ein leckerer Burger, absolut lecker. Ich habe 6,7 Punkte gegeben. Für mehr hat es nicht gelangt. Das Patty war zu hart ein bisschen. Es war ein bisschen zu hart. Ich hätte es mir Medium gewünscht. So durch, manche, die es durchbestellen, ist natürlich perfekt. Und ich fand die Süße ein bisschen vom Ketchup, das war ein bisschen zu random, zu unkoordiniert hintenrum. Da hat mir so diese Feinjustierung gefehlt, so ein bisschen. Aha, ja. Aber leckeres Teil. Ne? Also wirklich nicht falsch verstehen, Leute. Ein sehr leckerer Burger. Einfach Medium den Patty rausgeben. Und dann hast du schon 90% der Miete. Der war ein bisschen durch. Vielleicht, wenn die noch einen dritten Tag kommen, dann gibt es den noch mal auf Medium-Basis. Ah, okay. Und den müssen wir hinten auspixeln wieder. Scheiße, ey. Okay, sorry, Mann. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht. Okay, danke, Jungs. Ne? Viel Erfolg noch. Bossos Burger, Leute, abchecken. Veggie Burger. Wird der jetzt hier auf der Holzkohle oder was? Hallöchen, darf ich dich mit aufnehmen? Ich mache hier ein Video fürs Burger Festival. Ja? Ich bin ja gar nicht gestylt. Ja, du siehst top aus. Ich schwöre es dir. Ja, ich wollte einfach einen Burger testen. Ihr habt einen Veggie Burger, ne? Genau. Du kannst einfach reinknallen. Ich filme ein bisschen so die Zubereitung. Okay. Und dann geht das. Oha, und ihr habt tatsächlich TK-Burger. Also viel man auch über TK meckert, Leute. Es hat schon seinen Sinn und Zweck. Gibt keinen Schwund. Und das ist schön. Oh, Gesundheit. Danke, danke. Hier wird er jetzt gefertigt. Der gehört jetzt zusammen, die beiden. Das ist doch schön. Nur selbst angebautes Futter. Aus eigener Zucht stammen die alle. Ja, das Komplettpaket hier. Hast du noch eine Bemerkung? Ja, klar. So,
seit ganzen Start gehen wir den als Medium raus. Als Medium? Ja, ohne Scheiße. Ist jetzt nur einmal schiefgegangen, ne? Das ist nicht nur einmal, das hätte überhaupt gar nicht schief gehen sollen. Ich kann mir das nur erklären. Ja. Durch die Kommunikation dann auch mit der Kamera oder sonst. Aber man das nicht mehr, dieses Zeitgefühl geht verloren, ne? Genau. Geht nicht darum, um sich irgendwas zu erstreichen oder nee, alles gut. Alles gut. Ich kann das verstehen. Man hat das normalerweise im Gefühl, dieses Zeitgefühl geht flöten, wenn einen jemand dicht labert von der Seite. Kein Problem. Das passiert bei der. Also unbedingt testen, oder der geht sonst Medium raus, der Burger. Alles klar, mein Lieber. Da wird das zubereitet. Durchdringender Käse, wie Bergkäse riecht das. Dankeschön, wünsche einen schönen Tag noch, ne? Danke, ciao. Bergkäse war sehr riskant heute auf dem Burger. Also Bergkäse, für mich Diagnose, ich möchte jetzt nicht sagen, keine Ahnung vom Burger, überhaupt nicht. Aber Bergkäse ist immer ein Zeichen davon, man will was Gourmet-mäßiges machen, man will was anderes machen und möchte sich irgendwie abheben. Aber es gibt einfach Kombis, die sehr, sehr schwierig sind. Sehr, sehr schwierig und selten matchen. Und da einfach die mangelnde Kenntnis auf dem Bereich tatsächlich fehlt oder der Erfahrungswert. Ne? Wenn man mal hier einen oder anderen Burger macht, geil, aber wenn man dann weiß, wie es bei anderen schmecken kann, denke ich, wird die Wahl seltenst auf dem Bergkäse. Weil nicht umsonst gibt es keinen Bergkäse-Burger oben im Bereich, der richtig erfolgreich ist, wo Bergkäse verwendet wird. Hier ist der Bruder. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Vom Bun übers Patty sehr weicher Durchbiss. Dieser Salat auch immer eine gewagte Variante. Merkt man kaum. Tatsächlich, ich habe es noch nie in meinem Leben im Burger gehabt. Ich habe gerade versucht, diesen Geschmack zu fühlen. Was ist das? Ist so ein bisschen der Geschmack tatsächlich von einem Würstchen. Vom Würstchen außen die Haut. Keine Ahnung. Das ist der erste Geschmack, der mir hier entgegenkommt beim Burger. Und ihr wisst, sonderlich oft kommt nicht irgendwelches specialmäßiger Kram, der sich jenseits von aller Welt anhört. Aber das ist, ja, sonderlich. Jetzt ist der Salat präsenter. Dieser Knack, einfach im Mund, die Haptik. Fleisch sehr defensiv. Typische Wagyu, ganz geschmeidig, hoher Fettgehalt. Du merkst nicht besonders viel vom Fleisch, ist eher wirklich dezent. Jetzt kommt der Käse, ist tatsächlich sehr angenehm. Hätte ich nicht mit gerechnet. Absolut passend für den Burger. Unauffälliger Burger, leckerer Burger. Ich muss die Bewertung vom Burger eben korrigieren. Der Burger eben 6,5, der hier 6,6. So läuft der Hase. Rico. Jetzt kommt erstmal der Rico-Burger, ja. Und Asado. Ach, hier sind noch zwei Kollegen, ey. Genau nebeneinander. Die sehen beide sehr interessant aus. Und da hinten, oh, was ich noch vor mir habe, ey. Ist das mal? Ey, mein Lieber, grüß dich. Du bist hier mal die Konkurrenz heute, ja? Ja, gut, danke, Digi. Dir auch? Wir sind Mitstreiter. Ich sehe nicht als Konkurrenz. Nee, das stimmt. Mitstreiter, richtig so. Kommt zu euch auch noch zwischendrin. Aber so, weil ich euren Burger kenne, du weißt, ich feiere euren Burger, ist das so kleine Priorität? Ja, erstmal alles probieren, was man noch nicht gegessen hat. Ganz genau, ganz genau. Und dann komme ich zu euch rum. Guten Hunger, Digi, ne? So, hi. Hi, how are you? I'm fine, and you? Good. Yes. I'm a professional burger tester. Okay. Yes, I have to taste your burger today. I taste every burger this festival, and now you are in the Reihe. Okay, you're the next one, right? Yes, you're the next one. Would you like the meat? Well done. Oh, medium. Okay, I'll try my best. Do you want a came inside? Yes, yes, would be great. Great, great, great. Come inside. You come from Spain, yes? Yeah. Oh, okay. It's fresh, not deep frozen, yes? It's fresh, yes? Ooh, ha, hoo, yo, yo. Do you like this? More. If you can, more. A little bit more. Okay, no problem. In Germany, my name is Rösterwurm. Holle, this is black one. That's in German, Röstung. And that's my second name, Röstung. Rösterwurm, really? Holle. Yes, really. So, da hatte Manu gleich bei der Soße noch gesagt, das ist sehr berühmte Burgersoße, die sie drauf machen. Thank you, I tasted. You're welcome. See you later. Do you prefer to cut it or something? No, it's okay. I taste like this. Thank you. Enjoy. Ich bleib direkt hier, Leute. Ich bleib direkt hier. Sieht super aus, ne? So sapschig von unten. Das ist wirklich ein spezielles Erlebnis auch für mich. Auf einmal so viele Eindrücke.
Fleisch sehr dumpf, ungewohnt zu dieser Weg. Fleischquali einfach zu zeigen, nicht zu doll würzen. Fokus aufs Fleisch, Fleisch reinschmecken. Die Soße und die Gurken schlucken aber den ganzen Geschmack. Sehr matschiges Bun, eigentlich geile Grundkomponenten. Die Soße schluckt alles. Geile Röstung vom Bun, guter Moment. Kompromisslos, leider zu soßenlastig. Alles vom Burger geht unter der Soße. Kein verkehrter Burger. Ich drücke es ja immer so aus, ich habe schon oft gesagt in meinen Videos, ein Burger muss was Ausgeglichenes sein. Wenn der komplette Fokus auf der Soße ist, kannst du den Burger mit der besten Soße haben. Und die geilste Soße Deutschlands und wie auch immer. Aber den besten Burger wird schlecht, weil du musst das Fleisch schmecken. Du musst das Bun schmecken, du musst die komplett Komposition schmecken. Du hast so einfach nur Soße und Pickles. Und der Rest geht unter. Ist lecker und kann sehr, sehr lecker sein. Aber mir hat der Rest vom Burger einfach gefehlt. Auch so im Bereich 6-4 würde ich den ansiedeln. Da hat mir sogar der TK-Burger ein bisschen besser gefallen, weil er irgendwie ausbalancierter war. Man konnte so gut wegsnacken. Es ist, wie es ist. Mit dem zum nächsten Burger. Trotzdem sehr, sehr lecker. Keine Frage. Thank you for the burger. Do you like it? I like it, yes. It's a good burger. I think not so much sauce, not so much pickles. And then it's perfect. Very good meat, but the focus is driving away from the meat. I think the meat is the focus, that's the star in the burger, and it's too much sauce. And you have so good meat, I think you can give more focus to the meat. Okay, but so I'm gonna do that. Yes, but much. Really good, really good. Thank you, have a nice day, bye bye. Scheiße, mein Englisch ist so schlecht, Leute, aber ich glaube am Ende des Tages, wisst ihr? Und da kann ich den Leuten, die auch kacke Englisch sprechen, es ist kaum vorstellbar, aber ich habe noch schlechter gesprochen vor einiger Zeit, weil man sich dann auch nicht traut, wisst ihr, man traut sich nicht. Und ich weiß, es ist peinlich und die gut Englisch sprechen können, okay, aber ich konnte noch bevor ich hier jetzt öfter mal durch YouTube Englisch gesprochen habe, gegen sowas gar nicht. Jetzt versteht man wenigstens, was ich meine, wisst ihr? Deshalb lacht niemals jemand aus, der kein Englisch sprechen kann. Jetzt kommt Asado. Hi, spricht ihr Deutsch? Nein. Nur ohne Englisch. Yeah. I need your burger. You taste the burger. You want to film? Yes, I want to film. Klar, dass wir die Mucke nicht einblenden können. Geiles Feeling hier. Ah, stark. Hier ist eben noch Milch reingeflossen. Butter and milk or what's that? Butter, milk and cheese. Gouda cheese. Milk, cheese, okay. Yeah. Oh, und hier auf dem Holzkohle, das gefällt mir. Schön auf der Holzkohle, Leute, geil. Leider sieht man hier vom Licht her nichts, Leute, aber ich darf hier nicht rauffassen. Ist nicht mein Burger. Genau, da kommt gleich das Fleisch rauf. Nice. I go out, it's too much smoke, yo. Yes. Da kann man sich lange aushalten, Leute. Die schaffen das den ganzen Tag her. Voller Rauch, ey. Respekt an die Jungs. Sehr oft sehe ich das schon, Leute, jetzt, als hätten die sich abgeguckt. Sehr viele Gurken überall. Guckt euch an, Leute. Sieht geil aus. Kann man nicht anders sagen. Wieder von der Optik einer der Knaller hier. Thank you, guys. No problem. Have a nice day. Bye, bye. Bye, bye. Geh hier nochmal nach hinten einmal. Einmal in die Soße rein. Man merkt direkt dieses geschmorte Fleisch. Da bin ich mal gespannt. Die Sonne knallt aber mächtig. Wirklich geschmortes Fleisch des Todes. Also du merkst direkt das geschmorte Fleisch. Geil, todesintensiv. Geht so ein bisschen in die Gulasch-Richtung, aber so intensiv kerniges Gulaschfleisch. Überraschend. Ferdi war letztes Mal nicht so begeistert. Vielleicht haben sie was geändert. Aber ich finde den nicht verkehrt. Zu viele Gurken einfach. Kannst nicht bringen auf so einen Burger, Leute. Gleiches Beispiel wie eben unbalanciert. Wenn du jetzt einen extremen Gurkenfan hier am Burger hast, der wird sich todes freuen. Das wird der Burger seines Lebens sein. Wenn das nicht der Fall ist, wirst du in Schwierigkeiten kommen. Im
Fokus eigentlich nur Bun, geschmortes Fleisch und Gurken. Vom Rest nichts geschmeckt. Absolut leckerer Burger, Leute. Absolut lecker. 6-7 kann es da noch geben. Schöner, durchdringender Rindergeschmack. 6-7 kann man noch geben. Ab zum nächsten Burger. Burger, wer kann, wir auch noch nicht. 6er Burger. Smash Burger. Langsam wird's wild vom Hunger, aber ich gebe Gas. Moin, mein Lieber. Alles gut bei dir? Seid ihr schon ready? Wir sind fertig, ja. Ich würde noch einen Burger nehmen, aber wir müssen Gas geben, bevor mein Hunger einsetzt. Ach, echt? Ja, ja, sonst setzt gleich der Hunger ein. Burgerwerk, Burgerwerk heißt der. Ich bin schon verwirrt, ey. Ich bin halb angenockt von den ganzen Burgern. Ja? Ich komme rein und du erzählst nebenbei ein bisschen was zu deinem Burger, okay? Okay. Ich komme mal eben rein, das ist, glaube ich, besser. So, dann kann es ja losgehen, wa? Wir haben das Übliche hier, Smashburger. Bei uns ist halt das Unterschied, dass wir Salakis mit rein tun und ja. Sucuk. Sucuk auch noch? Genau, Sucuk, so klein gehackte Sucuk. Ist mit in dem Patty drin sogar schon? Nicht mit in dem Patty, sondern die sind klein gehackt. Ah, okay. Die kommen dann schön mit drauf. Okay, und Salakis sagst du? Und Salakis, Feta-Käse. Feta-Käse. Ja. Muss es der Salakis sein oder kann es auch ein anderer sein? Man kann auch das andere machen, aber Salakis schmeckt schon etwas besser. Schon sehr gut, ja? Oha, den sehe ich erst zum zweiten Mal den Move, den sie machten sonst nur Urban Ranch. Hast du abgeguckt bei denen, sei ehrlich? Senf oben drauf? Nee, das machen ja eigentlich viele. Ja, machen viele. Ja, also der Sold Out macht das ja auch. Ach, Sold Out macht das auch? Ja. Ah, so eine richtige Creme habt ihr daraus gemacht. Was für Buns benutzt du? Brioche ganz normal, ne? Brioche, ganz normale Brioche. Oha, das sieht aber nach einem ordentlichen Berg aus Ansaftigkeit. Geil, mein Lieber. Danke, danke, danke. Dann bis gleich, ne? Boah, ein ordentlicher Pfund. Ich merke das in meiner Hand, Leute. Boah, hier ist echt sehr laut, ey. Ich weiß gar nicht, ob das geht, Leute. Ich gehe hier rüber, Leute. Hier ist einigermaßen. Buns nicht richtig angetoastet. Röstung auch nicht ganz reingekriegt in den einen Patty. Vielleicht habt ihr es gesehen. Todesweicher bist, aber Sucuk kommt jetzt hinten rum. Jetzt kommt die Currysoße rein, jetzt wird es ein bisschen wild. Wir machen auf Turbo-Basis. Zwei Burger wirklich in die Hand, ein, zwei Worte zu. Die machen wir noch und letzten finalen Worte dazu. Zu den letzten drei Burgern sage ich zum Schluss was. Hol mal meine Karte hier nochmal eben ab. Kurzes Urteil, ich werde am Ende des Videos werde ich komplett Bewertung machen, aber das, was mich überrascht hat, war Salakis und die Zwiebeln. Die haben mich positiv wirklich überrascht. Ich dachte, völlige random Kombi von dem Burger, aber die haben mich gecatcht. Curry weiß ich noch nicht, wie ich das einordnen soll, der Impuls am Schluss. Die lasse ich nochmal sacken, gebe ich zum Schluss die Bewertung, aber das mit dem Zwiebeln, Salakis und Sucuk war, ist schon eine wilde Kombi. Ja? Geil, die. Viel Erfolg noch, ne? Danke auch. Jetzt hauen wir uns nochmal eben den Smackburger rein. Wer ihn nicht kennt, kriegt ihn jetzt ganz schnell nochmal zu Gesicht. Einfach rein. So, geil, Jungs. Ich bin am Start. English only? I'm an English expert. In Germany they call Holle the English expert. And the rest are from Holle. You are in Hamburg. After this event, you have to go to Reeperbahn. Nice women, beautiful girls. Habibi Haram. Habibi Haram, ja. Okay, we can start. Schöner Set gehalten, seht euch das an.
Kennt ihr das, Leute? Hinten her, wenn man im Nachhinein überlegt, wie was heißt auf Englisch und dann fällt einem das ein. The situation is over. Yeah. And now I find the right words I'm looking for. Nobody see it is the definition of not haram. You can't go to the Reeperbahn. Yeah. Yeah, no, no. Kennt ihr das, Leute? Im Nachhinein weiß man, wie man ausdrückt das richtig. Ja. Stark, 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 stark. Perfekt, danke Jungs. Oh, perfekt. Thank you guys, thank you, thank you. So, jetzt geht's aber hier rund. Oh ja, hier ist Ruhe. Ich muss auch nochmal hier rüber. Die Hüpfburg ist zu laut. Ich gehe nochmal an meinen Platz eben. Das ist hier jetzt ein Burger. Was soll man anderes sagen? Das ist schon Macht. Also Smackburger, kurz gefasst, Leute. Smackburger ist ein ganz matschiges Erlebnis, ich kenne das. Geile Süße durch die Zwiebeln, punktuelle Erlebnisse, kleine Momente, leichter Gurkengeschmack schleicht sich kurz ein, zwischendrin leichter Käse, nicht zu doll, dauerhaft diese Matschigkeit vom geilen Brot. Wird alles zu einer Masse, Teigigkeit, alles. Zwischendrin der Senf. Zu diesem Burger, zu dem davor und zum letzten. Zum Schluss ein paar Worte von mir auf Real Talk Basis. Wirklich Real Talk Basis und ich hoffe, ihr dankt mir dafür und sagt nicht, Holle ist ja kacke. Letzter Burger. Ist wirklich Kampf jetzt, es ist Kampf. Letzter Burger, ganz schnell, Leute. Der Berliner Sold Out Burger. Moin Jungs, grüßt euch. Ich hätte gern einen Burger, die. Einfach ganz normal euren Sold Out Burger. Also werdet am Schluss von diesem Video auch meine Prognose sehen, wer das Rennen macht hier bei diesem Festival. Mal gucken, ob ich richtig liegen werde. Sehr interessanter Burger, Leute, nochmal. Das ist wie der normalen Martin's Potato Buns, aber umgedreht serviert. Ich zeig mal. Darf ich einmal reinkommen, die? Ja. Genau, hier. Es ist umgedreht und es wird da umgedreht belegt. Ich wollte es erst nicht zeigen, aber das kann man nochmal zeigen. Das ist Bacon Jam, war das, ne? Ja. Ich kann mich noch erinnern, Leute. So, letzter Burger, Leute. Letzter Burger. Sehr ketchuplastig aus, sehr süßer Ketchup. Senf kommt rein, sehr bissig vom Geschmack, sehr bissig. Sehr säurelastig dadurch, durch die Gurken. Also sehr, Gurken ja immer sehr unterschiedlich, die sind sehr säurelastig. Überraschend ketchuplastig. Leute, ich bin K.O. Ich glaube, man merkt, abschließende Worte von mir. Das macht echt gerade keinen Sinn mehr. Sag ich wirklich, macht keinen Sinn mehr. So Leute, abschließende Bewertung, was ich eben damit meinte. So, jetzt mal Real Talk Basis. Ich könnte jetzt auch euch irgendeinen Schmarrn erzählen bei den letzten drei Burgern. Das mache ich aber nicht, weil ich euch ehrlich sage, ich kann nach meinen ganzen Burger-Touren über die letzten Jahre und Essenstouren, kann ich gut sagen, ob ich einen Burger bewerten kann oder ein Essen bewerten kann. Ich würde niemals, wenn es unfair ist, jetzt irgendwas über einen Burger sagen, um eine Bewertung abgegeben zu haben. Denn ich kann euch Real Talk sagen, ich war zu satt bei den letzten drei Burgern. Ich kann keine zuverlässige Bewertung mehr abgeben. Das wäre alles nicht meine Art, irgendwas jetzt raushauen, damit ich was raushaue, mache ich nicht. Ich kann bei den letzten drei Burgern nicht sagen, könnte eine Tendenz reinhauen, die spare ich mir auch. Die letzten drei Burger kannten wir sowieso außer Burgerwerk. So, ne? Die kannten wir sowieso, ich kann da nichts mehr zu sagen. Ich habe das gesagt, was ich sagen konnte, Bewertung kann ich mir klemmen. Meine Prognose zum Festival ist, das Rennen werden Smackburger oder Rakers machen. Und Rakers ist genau genommen der krasseste, ein oberkranker Banger hier. Es gewinnt nicht hier unbedingt der beste Burger, sondern auch teilweise der ausgefallenste. Smashburger ist ein bisschen viel im Umlauf. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass Smackburger das auch macht, aber das ist meine Prognose. Einer von den beiden wird das machen. Kuss geht raus. Denkt an die Gutscheine in den Kommentaren. Fünfmal nochmal hier All You Can Eat, All You Can Drink von Manu. Zu gewinnen, Kommentare vollknallen, irgendwas. Ich suche mir jemand raus. Fünf Freikarten. Lass den Daumen oben scheppern, wenn euch das gefallen hat. Ich habe alles gegeben, Leute. Ich bin K.O. Ich bin komplett K.O. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.